Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute werden wir uns einen weiteren Halflinger kaufen. Einen besitze ich ja schon und zwar ist das der, auf dem ich gerade sitze. Logischerweise, das ist der mit den, der keine Debits hat. Also es gibt ja einen, der hat so leichte Äpfelung. Der hier hat keine und dann gibt es noch einen, der relativ viel Grau im Gesicht hat. Das hat der nicht. Und zwar, das ist glaube ich der hier, oder? Genau, den hier habe ich. Und dieses Mal wollte ich mir einen dunklen kaufen. Und zwar ist das der hier. Es gibt ja zwei, ne? Einmal den, genau, der ist auch etwas heller und hat, glaube ich, auch noch ein paar Äpfelungen, ein paar Debits hier drin und sieht auch etwas gräulich im Gesicht aus. Also wie ein alter Haflinger, würde ich mal sagen. Und dann haben wir dieses wunderhübsche Exemplar, das so ein bisschen aussieht wie ein Schwarzwälder von der Farbe her und der hat es mir wirklich sehr, sehr angetan. Es ist ein richtig schönes, dunkles Rotbraun, ne, mit hier auch so ganz leichten Äpfelungen sehe ich gerade drin. Ja, hat er tatsächlich auch. Ist zwar auch ein bisschen gräulich ums Gesicht herum, aber nicht ganz so stark wie der andere. Hat auch ein Abzeichen hier oben auf der Stirn, ein kleines weißes und ansonsten. Ja, genau. Viel mehr werde ich zu den Haflingern nicht sagen. Ich habe ja schon im ersten Haflinger-Pferdekauf-Video mehr als genug gelabert. Deswegen geht das hier ein bisschen schneller. Ich werde auch dieses Mal nicht ganz so viel mit dem Fenster hier rumhantieren. Weil viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass die das nicht so schön fanden, dass ich ja alles im Pferdekauffenster gezeigt habe und nicht in der Reithalle oder so. Genau, das Einzige, was ich hier jetzt noch ändern wollen würde, ist die Mähne. Und zwar bei meiner süßen Honey, bei Sweet Honey, habe ich ja die Originalmähne gelassen. Bei dem Haflinger wird es tatsächlich diese glatte Mähne hier, weil die meisten Haflinger, die ich bis jetzt in Real Life gesehen habe, die hatten immer eine glatte Mähne und keine wellige. Und ja, deswegen wähle ich bei dem hier mal die glatte Mähne. Und ich finde, das passt zu ihm auch ganz gut. So, ja, das ist auf jeden Fall ein erwachsenes Pferd. Es ist ein Hengst und einen Namen habe ich tatsächlich auch schon. Moment, ich wähle erstmal den. Ups, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Wunderbar. Ja, also erwachsen, Hengst. Ich wähle erstmal den Zweitnamen aus. Und zwar wird es ebenfalls Honey. Jetzt habe ich ja Sweet Honey. Und das wird Dark Honey. Also einmal süßer Honig und einmal dunkler Honig. Weil der sieht halt wirklich aus wie dunkler Honig. Also dunklen, so leicht goldbräunlichen Honig gibt es ja wirklich. Und ich finde, der Name ist passend. Ich werde ihn mir jetzt kaufen. Ja, bitte sofort. Und da kommt der süße Kerl auch schon. Dark Honey. Na du Süßer. Ach, du bist schon ein Schnuckelchen. So, den werde ich jetzt aber erstmal in den Stall schicken. Genau, und da haben wir wieder Sweet Honey. Ach, ja, und da haben wir wieder den Bug, dass sich die Tageszeit verändert hat. Ich hatte eigentlich hier auf Tageslicht gestellt und ja, genau, ich glaube, das muss das Depp irgendwie noch so fixen. Ich meine, man kann es zwar wieder umändern, die Tageszeit, das ist jetzt nicht so tragisch, aber wenn die Tageszeit so bleiben würde, wie man sie eingestellt hat, dann wäre das schon viel besser. Also finde ich jedenfalls. So, holen wir den süßen Kerl mal raus, dann packe ich das Outfit, was meine kleine Honey trägt, dann mal auf das andere Honey-Pferd. Genau, da ist es. Dark Honey. Ich glaube, das mache ich jetzt mal im Off und dann sehen wir uns in der Reithalle wieder. Dann zeige ich euch mal in der Reithalle die kompletten Animationen mit dem kompletten Outfit auf dem dunklen Haflinger. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So, ich hatte euch ja gesagt, wir sehen uns in der Reithalle wieder, aber ich muss ja nicht unbedingt in die Reithalle reiten, um ihn euch zu zeigen. Hier neben Steve's Farm gibt es ja auch diesen großen Reitplatz. Und mein Heimatstall ist ja bei Steve. Von daher, der Reitplatz ist direkt nebenan, deswegen stehe ich jetzt hier. Ja, und ich habe mir tatsächlich das ganze Pflegesystem bei den Haflingern noch gar nicht angeguckt. Also ich weiß nicht wirklich, wie es aussieht, wenn man die füttert, wenn man die streichelt. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Wie sieht das denn aus, wenn wir den Haflinger knuddeln? Mega süß, da hebt es die Lippen so niedlich, die Schnute so. Oh, das ist süß, das ist wirklich süß. So, wie sieht es denn aus, wenn ich dir Wasserchen gebe? Komm mal her. Ach ja, wir stehen wie immer ein bisschen weiter weg. Aber er scheint auf jeden Fall das zu genossen zu haben. Das wollte ich sagen. Ach du meine Güte. So, das Bürsten. Wow. Wir putzen zwar in die falsche Richtung, also gegen das Fell, nicht mit dem Fell. Aber er hat es auf jeden Fall genossen. So, wir kratzen nochmal ganz schnell die Hufe aus.
Wow. Das haut sogar richtig gut hin. Er guckt nach hinten, guckt, was ich da mache. Ja, voll süß. So, okay. Dann schauen wir uns jetzt mal die Animation an. Beim letzten Mal habe ich euch vergessen, das Rückwärtsgehen zu zeigen. Das machen wir jetzt. Ja, ist jetzt nicht wirklich langsam, aber auch nicht wirklich zügig. Die Schrittfolge sieht ganz okay aus. Ja, ist ein ganz normales Rückwärtsgehen. So, wir steigen. Ja, ist ein eher unbeholfenes Steigen. Die Haflinger steigen nicht wirklich hoch, aber es muss ja auch kein mega krasses, hohes und imposantes Steigen sein. Es passt doch ganz gut zu den süßen kleinen Haflingern. Obwohl, so klein sind die nicht, ne? Aber genau. So, der Schritt, der wirklich sehr bequeme und gut aussehende Schritt, gefällt mir sehr gut. Der Trab, auch sehr schön, sehr leichtfüßig. Er hat auf jeden Fall Spaß dran, so sieht es jedenfalls aus. Finde ich sehr schön. Ja. Und die Mähne geht auch sehr schön mit, die glatte Mähne. Schön. Der Kante. Fällt mir auch gut. Er scheint die Hinterbeine nicht wirklich mitzuziehen. Da ist er irgendwie ein bisschen lahm dran. Aber es ist okay. So. Der leichte Galopp. Oh ja, da fliegt die Mähne sehr schön mit. Ja, der Schopf geht auch sehr schön zur Seite. Hups, da war er schon zu Ende. Sorry. So, wir hatten hier diese Gangart. So, jetzt nochmal von vorne. Ja, das sieht super schön aus, ne? Der gefällt mir sehr gut. Ein sehr schöner Galopp. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell. Das ist ein wunderschöner Jagdgalopp. Er sieht so gut aus. Es sieht so flüssig aus. Es sieht auch realistisch aus, natürlich aus. Ja, der Kopf halt, also die Kopfhaltung und die Beine und alles sowas. Der Schweif ist sehr, sehr flüssig, also sehr dynamisch. Das sieht richtig krass aus. Aber es gefällt mir. Die Mähne und der Schopf, das fliegt auch schön mit. Nicht zu doll, aber auch nicht zu lasch. Scheint am Ansatz ein bisschen anzukleben. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, aber das ist jetzt wirklich nur ein kleines Detail, was mir nicht so gefällt. So, wir springen gleich mal. Schönes Springen, aber da hat es, wie ich schon im letzten Video gezeigt habe, Gummibeine. Also jedenfalls die hinteren Beine. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so gut im Video sehen könnt. Ja, hier. Hier hinten, ne? Das ist, das hat kein Knochen in drinnen, das hat Gummi. Und zwar, oh Gott, es sieht wirklich schlimmer. Es sieht echt nicht schön aus. Ich weiß nicht, was SSO da gemacht hat. Das sah bei den anderen Rassen doch schon ein bisschen besser aus, weil, oha, guckt auch mal, wie kantig das hier ist. Zack, zack, zack. Also das hat SSO auf jeden Fall schon ein bisschen besser hinbekommen. Ich frage mich, warum das bei den Haflingern jetzt nicht so gut geklappt hat. Aber ja, gut, okay. Ich meine, wie oft sehen wir das Pferd beim Sprung von der Seite und gucken uns die Beine an. Ich meine, von hinten sieht man das eigentlich gar nicht. Und ja, von daher ist das wirklich vollkommen in Ordnung. So, ja, wir halten an. Vollbremsung. Die ist unspektakulär, aber doch relativ zügig. Der hält wirklich sehr schnell an. Man kann hier mit dem Haflinger sofort weitermachen. Das finde ich vollkommen okay. Ist ein schönes Anhalten. Streckt die Vorderbeine schön durch. Die Hinterbeine schleifen logischerweise so ein bisschen mit hinterher. Bremst dadurch auch nochmal schön ab. Ja, ganz toll. So, springen, steigen, stoppen. Rückwärts gehen und die ganzen Gangarten. Ich habe euch alles gezeigt. Eine Spezialanimation oder Spezialfigur haben die Haflinger nicht. Und die Frisuren brauche ich euch, glaube ich, auch nicht nochmal zu zeigen. Das haben wir im ersten Haflinger Pferdekauf-Video mehr als genug durchgekaut. Und deswegen würde ich sagen, war es das tatsächlich schon mit dem Haflinger Pferdekauf. Es wird auf jeden Fall noch ein dritter einziehen, aber ich denke mal, das wisst ihr ja schon. Ich habe ja schon im ersten Haflinger Pferdekauf-Video gesagt, dass auf jeden Fall der helle Haflinger, also der ganz, ganz helle, dieser sandfarbene, auf jeden Fall noch bei mir einziehen wird. Ja, und das werde ich aber erst machen, wenn dieser hübsche Kerl hier ausgelevelt ist. Und ja, das war's von meinem Haflinger Pferdekauf-Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiederhören werden. Ich finde diesen Haflinger irgendwie die ganze Zeit wirklich super, super schön. Je länger ich auf den Haflinger starre, desto mehr denke ich mir, oh, ist der schön. Und er erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an den Schwarzwälder.
Ja, ist schon, also die Farbe ist schon mega cool. Ich finde die wirklich cool. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.